Hallo, ich heiße Nick Kurzfeld, ich bin Spezialeffekttechniker in Köln von der Firma Captain Clown. Herzlich willkommen hier. Wie hat es angefangen, dass du dich dafür interessiert hast, solche Dinge zu machen? Der Anfang war immer im Film bei mir zu finden. Bei mir war es der Herr der Ringe, danach war ich ein anderer Mensch. Die Orks, diese Schminke, diese Monster haben mich so fasziniert, dass ich da nie wieder von weggekommen bin. Ich habe dann angefangen, mir Masken zu bauen, Kostüme zu bauen. Und hatte dann das Glück, nach Neuseeland zu fahren, um Hobbit zu arbeiten. Du hast bei dem Film mitgemacht? Ja, ja. Was hast du da gemacht? Ich habe vorwiegend Silikonfüße gegossen im Silikondepartment und Zwergenmasken. Und wie alt warst du, als du damit angefangen hast? Ich bin direkt nach dem Abitur bin ich rübergeflogen. Da war ich, glaube ich, 20. Und dann bin ich mit einem Kumpel da rumgefahren und habe mich dann bei der Firma beworben und war ein bisschen hartnäckig. Und dann hat es auch geklappt. Ja. Dann war ich insgesamt 12 Monate da. Festangestellt und also als das Projekt der Hobbit langsam zu Ende ging, habe ich mich dann auch davon wieder abgesetzt. Denn ich wollte das eigentlich ganz gerne in Deutschland machen. Also ich habe viel gelernt, aber mir fehlte eben auch so die Heimat. Es ist schon ganz schön weit weg, 18.000 Kilometer einmal um die Welt. Also deswegen bin ich von da aus gegangen und dann habe ich mich hier selbstständig gemacht in Köln. Was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spaß? Spaß macht mir eigentlich der Dauerdruck. Es ist, glaube ich, eine Sache der Mentalität. Also man ist dauernd unter Druck. Aber das ist halt, wie gesagt, ein Nachteil, kann aber auch ein Vorteil sein, weil der Dauerdruck bringt dich halt irgendwie richtig auf die Palme. Und zwar morgens schon. Und dann hast du halt auch, dann denkst du gar nicht mehr darüber nach, warum du das alles machst. Und du machst es dann. Aber das finde ich eigentlich am spannendsten. Also man kann diesen Berufszweig ja auch neu erfinden, wenn man das möchte. Das heißt, das ist eigentlich das A und O. Man muss immer weitermachen. Man muss auch nicht darauf warten, bis irgendwelche Aufträge kommen, sondern gucken, ob man die vielleicht selber sich erfinden kann. Also ob ich vielleicht ein Produkt erfinden kann, was es vielleicht noch nicht gibt oder wo es ein besseres Produkt sein könnte. Was machst du noch außer Masken? Ich mache vorwiegend Wundmodelle für medizinische Institute. Das ist mein Hauptberuf. Damit verdiene ich mein Geld. Das sind Wundmodelle, die immer wieder verwendbar sein können. Die können diagnostiziert werden, aufgetragen auf Puppen oder Probanden. Das hat alle meine Maskenarbeit ersetzt. Also früher, wie gesagt, habe ich viel Masken gemacht. Das mache ich heute eher wenig. Also es gibt auch nicht so viel Nachfrage nach Masken. Was fällt dir schwer bei deinem Beruf? Mir fällt schwer, dass man immer 2 Schritte vorwärts geht und 1 zurück. Man träumt vielleicht von größeren Projekten, man träumt vielleicht von größeren Werkstatträumen, man träumt vielleicht von einer größeren Reichweite mit deinen Produkten, aber das sind alles Sachen, die müssen sich ergeben und über viele Jahre entstehen. Und das stört mich manchmal, das macht mich ungeduldig, aber froh, dass es überhaupt so weit kommen kann, dass ich das machen kann. Ich habe das Glück, dass ich mit Felix Lampater zusammenarbeite. Der ist 23 Jahre alt und hochtalentiert, arbeitet seit 4 Jahren hier knapp, beschäftigt sich hauptsächlich mit Kneten für Fortgeschrittene. Und das macht er so gut, dass ich da immer in Staunen gerate und das ziemlich genieße. Es hat was von einem schöpferischen, hat eine schöpferische Eigenschaft, finde ich. Also gerade bei anderen Künstlern das zu beobachten, die dann so stark Mimik und Geist in ihre Objekte mit einbringen, dass man daneben steht und denkt, ja, das ist schon krass. Das fasziniert mich und das möchte ich gerne weitermachen. Wie geht dein Freundeskreis und deine Familie damit um, dass du diesen Weg eingeschlagen bist? Bei meinen Freunden war es eigentlich kein Problem. Es ist nur jetzt ein Problem, dass ich halt so viel arbeite und wenig Kontakte pflegen kann dadurch vielleicht. Und wo findest du für dich so den Ruhepol? Mein persönlicher Ruhepol ist die Natur. Und das ist in Köln es kommt ein bisschen kurz, also die Parks sind schön, aber der Ausweg in die Natur fällt mir als Landei, ja, fällt mir das manchmal ein bisschen schwer. Ich bin früher so aufgewachsen, ich gehe raus und dann ist dann der Wald und dann gucke ich raus und dann sind da Rehe und dann freue ich mich darüber. Und das ist eigentlich mein Ruhepol, den ich hier ein bisschen vermisse. Ja, für solche kleinen Produkte ist es immer wichtig, dass man ein Modell hat und eine Form dazu. Also einmal modelliert und dann abgegossen in eine Silikonform und man kann das dann immer wieder ausgießen. Das ist eigentlich ein Prinzip, davon konnte ich auch mehrere Jahre ganz gut leben, dadurch, dass ich Schlüsselanhänger oder sowas gemacht habe. Und dann geht es immer wieder in diesen Füllprozess, man muss die Form auffüllen. Deswegen habe ich mir mal die Natur ein bisschen genauer angeguckt und festgestellt, dass das Maximum an Möglichkeiten, also wenn man alles, was man so abformt, in einer Ringform anordnet, habe ich den Vorteil, ich brauche es ein einziges Mal auszugießen und am Ende öffne ich die einfach wie so ein Stern und sie ploppen mir entgegen. Und dadurch habe ich den minimalen Aufwand an Silikon
weil einfach die Menge von diesem Silikon für die Menge, die ich da also an Produkten rauskriege am Ende und meistens auch fehlerfrei, ist das relativ gut und das kann ich auch nur empfehlen, falls jemand in der Industrie daran Interesse hat, sowas zu machen. Gibt es irgendein Ziel für dich in dem Berufsbereich? Es gibt so eine große Filmindustrie in Amerika und auch in England und in Europa ist es vielleicht ein bisschen weniger. Ich fände es schön, wenn es ein Netzwerk gäbe, was außerhalb von Facebook und Instagram stattfindet, wo man sich kennenlernen kann, wo man sich tatsächlich austauschen kann, wo man sich vielleicht über Jobs informieren kann. Da fände ich es schön, wenn auch gerade für andere junge Leute, die jetzt gerade Abitur machen, dass sie dann irgendwo einen Platz haben, wo sie überhaupt Informationen finden können. Weil Praktika gibt es nämlich in dem Bereich nicht. Praktika gibt es deswegen nicht, weil wir arbeiten alle in dem Bereich mit chemischen Kunststoffen. Wir haben dadurch ein Berufsrisiko. Da fände ich es schön, wenn man da so ein bisschen diesen Berufszweig vielleicht neu erfindet, ein bisschen andere Wege geht und sich halt auch neu verknüpft, finde ich. Das fände ich richtig gut. Und dafür hast du jetzt die Messe ins Leben gerufen. Ja, ich fände es aber auch selber schön, diese Artists kennenzulernen. Ich bin unheimlich fasziniert von der Kunst nach wie vor. Also ob das nun das Monster machen ist oder eben das Nachstellen von wirklichen Personen, so hyperrealistisch wie vielleicht alte Künstler, da hätten sie sich noch im Grabe umgedreht. Also irgendwann wird man diese Silikonteile ausgraben und mit diesen echten Augen vorfinden, die sie da alle in Hollywood bauen. Und dann wird sich fragen, wie kommt der Mensch dazu, sich so überrealistisch nachzustellen? Das finde ich sehr spannend. Bei mehr Interesse eurerseits, checkt doch mal unsere Website Captain Clown oder googelt es einfach mal. Wir haben auch einen Instagram-Account, auch für die Messe Essential Effects. Und wer sich dafür interessiert, da haben wir wirklich richtig gute Künstler, die überdurchschnittlich und international sehr, sehr gut sind. Und wer sich dafür interessiert, der sollte sich das wirklich einfach mal angucken kommen.